Schnell landen wir in so einer Stressüberreaktion. Und das heißt, es könnte sein, dass wir kämpfen, flüchten oder uns totstellen, erstarren. Vielleicht leben wir ja auch die Strategie, wir befreunden uns mit dem Feind ein bisschen, damit es friedvoller wird. Das sind Überlebensstrategien, sagen Sie, Christian Jäger, die kommt aus dem Neandertal. Die sind nicht mehr zeitgemäß, die sind gesund, wenn es ganz gefährlich wird, aber nicht im klassischen Alltag, wo wir sie ansetzen. Handlungspotenziale zu entfalten in einem gesunden Maß, darüber spreche ich mit Ihnen heute, damit wir nämlich zielführend entspannt handeln können. Und was das mit Hand und Hirn zu tun hat, da bin ich sehr gespannt darauf. Schön, dass Sie da sind, Christian Jäger, der Begründer der Palmtherapie-Akademie. Danke. Fangen wir mal bei dem Fluchtinstinkt an, Herr Jäger. Das ist ja das Thema, wo man denkt, ja, fliehen, totstellen, kämpfen, mache ich das überhaupt? Die Anforderungen im 21. Jahrhundert sind gestiegen, aber Stress ist stetig da. Durch die Stressmuster haben wir mehr Probleme. Was löst denn eigentlich Stress aus? Merke ich das noch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir fühlen uns gestresst. Wir haben ein Gefühl von Unsicherheit oder im schlimmsten Fall auch von Hilflosigkeit. Aber sehr selten wird das auf Angst zurückgeführt. Das heißt, kriege ich gar nicht den Impuls mit, dass Angst da ist, sondern bin ich eher am Ende der Kette, wo ich was merke? Ganz genau so ist es. Die Angst ist eben komplett unterschiedlich. Wir selber nehmen die Angst eher selten wahr. Und im schlimmsten Fall ist es auch so, dass man dort hängen bleibt, wenn man da nicht mehr rauskommt. Und dann würde ich das auch nicht wahrnehmen, sondern würde einfach in so einer Abwärtsspirale mich immer mehr stressen und immer mehr fordern, ohne die Überforderung dann, ja, oder erst im Extremfall erst zu merken. Richtig, genau so ist es. Weil Angst ist eine Rückmeldung, ein Feedback, dass etwas nicht mehr stimmt, dass eine Veränderung dringend notwendig ist. Also Sie sagen, fliehen, kämpfen, erstarren funktioniert nicht mehr. Was verändert sich, wenn ich die Angst als Stress auslöse, das haben wir ja vorhin besprochen, endlich auflösen könnte? Was verändert sich da für mich? Ja, da verändert sich eine ganze Menge. Vor allen Dingen, man wird flexibler. Man hat die Möglichkeit, anders zu kommunizieren. Das Verständnis ist einfach viel größer für verschiedene Situationen. Man hat die Möglichkeit, mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Herausforderung, vor der man steht, zu schauen. Und was natürlich total wichtig ist, man hat die Möglichkeit, auch Lösungen zu kreieren. Und erst dann ist es möglich, auch zielführend entspannt handeln zu können. Weil das ist das, was die meisten nicht machen. Ja, ich kriege also ganz viel mehr Ruhe rein. Genau. Ich habe mehr Raum plötzlich zum Nachdenken. Ich handle nicht nur einfach, sondern ich kann wirklich mich so zurücknehmen, so hört sich das an. Ja, richtig. Dass ich mich entspannt zurücknehmen kann und nochmal neu draufschauen kann, um daraus dann neue Handlungsketten für das 21. Jahrhundert wirklich zu schaffen. Weil das Problem ist, das Alte ist ja nur wirklich Hektik. Genau, genau. Ja? Und wir leben einfach in einer Zeit von großen Veränderungsprozessen, absolut. Und das ist auch genau der Punkt, wo Mut auch nicht weiterhilft. Ja. Weil wir mit Mut einfach wieder in eine Überforderung reinkommt. Mut heißt, Dinge tun, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Als Begründer der Palm Therapy Academy haben wir jetzt schon in der ersten Runde so gesprochen, es gibt eine Hand-Hirn-Verbindung, die meinen Neandertaler in die Wüste schickt. Würden Sie den wirklich in die Wüste schicken? Und was ist Hand-Hirn-Verbindung? Mal hintereinander. Also würden wir den Neandertaler jetzt wirklich komplett in die Wüste schicken? Wäre das gut? Nee, also den armen Neandertaler würde ich natürlich nicht in die Wüste schicken. Der hat uns schließlich über 4 Millionen Jahre lang das Überleben gesichert. Aber ich würde dafür sorgen, dass der sogenannte Neandertaler sich wieder beruhigt, dass er sich sicher und verbunden fühlt. Mhm. Auf jeden Fall. Der Neandertaler, den wir ja natürlich damit meinen, ist das limbische System. Genau. Nur, dass das unsere Zuschauer verstehen. Also Sie haben jetzt nicht Neandertaler in sich. Ja, irgendwie schon, aber ist ein bisschen versteckter. Was ist dieses Phänomen Hand-Hirn-Verbindung? Was steckt dahinter? Also dieses Phänomen Hand-Gehirn-Verbindung ist auf der medizinischen Tatsache begründet, dass die Hand und das Gehirn eine beidseitige Verbindung hat. Und das bedeutet, dass man dadurch auch auf dieses Stressreaktionsmuster, was wir mit der Metapher mit Neandertaler genannt haben, eben Einfluss nehmen kann. Jetzt frage ich mich ja in der Hand, ich kenne so Handreflexzonenmassage. Ist das, was Sie meinen? Oder was ist Palm Therapy als Hand-Gehirn-Verbindung? Ist da was anders? Ja, also das ist ganz was anderes, diese Handreflexzonenmassage. Es geht eben hier darum, bei der Handreflexzonenmassage, da ist das Ziel, die inneren Organe auszugleichen. Mhm.
Und bei der, sage ich mal, Hand-Gehirn-Verbindung, wie ich sie meine, da besteht diese Verbindung nicht, sondern da besteht die Verbindung eben zum sensomotorischen Kortex. Also das ist praktisch das, die Großhirnrinde, genau. Die Großhirnrinde. So, das heißt, wenn ich jetzt klassischerweise im Stressverhalten, also ausgelöst durch Angst, den Schuss scheine ich ja verpasst zu haben, weil das startet und ich lande, fange ja ganz woanders erst an. Ich starte ja einfach nur los oder lauf los. Wann passiert es, dass Leute vielleicht in der heutigen Zeit, wo würden Sie sagen, dass die Leute fliehen oder kämpfen oder sich totstellen? Gibt es wirklich Beispiele, wo wir das heute sehen könnten oder stattfindet? Ja, also gehen wir zum Beispiel im Bereich Arbeitsleben, im Job, also Stichwort Mobbing. Mobbing ist eine Sache der Keule. Also das ist sozusagen ein Angriff, wenn jemand anderen schikaniert, um sich selber in den Vordergrund zu stellen. Ja, und wenn man so dieses Bild von einem Neandertaler hat, dann kann man sich das so richtig vorstellen, so mit so einer Keule, genau. Ja. Gehen wir in die andere Richtung, was das Gegenteil ist, zum Beispiel das Flüchten. Flüchten in einer leichten Form bedeutet, sich ständig mit irgendetwas abzulenken oder in einer höheren Form zu kündigen und andauernd den Job zu wechseln. Genau. Ja. Und in der Beziehung gibt es auch an, ich meine, wir haben ja noch mehr für Lebensbereiche. Ja, wie wird sich das in der Beziehung zum Beispiel auswirken? Ja. Also in der Beziehung ist natürlich ein sehr krasses Thema. Da geht es um das Thema Gewalt in der Beziehung jeglicher Art, also nicht nur körperlich, sondern auch emotionaler Gewalt. Oder wieder das Gegenteil bedeutet eben Stichwort Ghosting. Ghosting bedeutet, einer verabschiedet sich und ist dann mal eben weg. Der andere steht da und weiß überhaupt nicht, um was es geht und ist völlig alleingelassen. Dann gibt es aber noch die dritte Variante. Und die dritte Variante ist zum Beispiel in einer Beziehung bleiben, obwohl die Beziehung überhaupt nichts mehr bringt. Also da wird einfach keine Entscheidung getroffen. Das ist so die Verbindung aufbauen mit dem Feind. Ja, oder diese On-Off, ja? Ja, genau. Okay, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, Hand und Hirn. Sie sagen, es gibt da eine Hand-Gehirn-Verbindung, die ist wirklich tief in uns verwurzelt. Und noch mal ganz klar, das hat nichts mit Handreflexhund zu tun, das hat was mit Organen zu tun, wenn ich darauf rumdrücke. Das wäre ein ganz anderer Ansatz. Nur, dass unsere Zuschauer genau. Das richtig den Unterschied verstehen. Richtig, genau. Mhm. Es geht vielmehr darum, bei der Hand-Gehirn-Verbindung, dass man einfach Emotionen wieder ausgleichen kann. Warum funktioniert das nochmal, Christian Jäger, dass ich, wenn ich hier drücke, dass das da oben was in mir macht? Ja, also die Hand-Gehirn-Verbindung, die ist wissenschaftlich belegt. Mhm. Das ist im Grunde genommen überhaupt nichts Neues. Aber der Hintergrund ist wirklich der, dass wenn man hier drückt, dann steuert man hier oben ein bestimmtes Areal an, was genau dafür zuständig ist. Und das ist messbar? Oder das kann ich, wenn hier einer drückt, könnte ich das auch so über so ein EEG oder irgendwas anderes technisches messen? Ja, richtig. Dass da wirklich was bei mir passiert. Genau. Aber mein Tipp an dieser Stelle, einfach ausprobieren. Ja. Eine eigene Erfahrung sammeln, ob es wirklich passiert. Genau. Wenn ich jetzt anfangen wollte, mehr davon zu erfahren, ein Punkt ist ja nett, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr in so einer Hand. Genau. Wie würde ich jetzt vorgehen? Ja, am besten zu einem Fachmann gehen, der sich damit auskennt und ja, eigene Erfahrungen sammeln. Also es gibt über die Palm Therapy wirklich eine Ausbildung? Es gibt schon Menschen, die das da draußen coachen und beraten. Die finde ich sicherlich im Internet. Das ist ein Weg dazu, um über diese Behandlung, die ja noch gar nicht so publik ist. Richtig. Also ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Ich kannte Handreflexzonenmassage. Da drückt man die Organe, haben wir in der Sendung gelernt. Aber das ist eine ganz andere Art der Verbindung. Genau. Wenn ich jetzt mal überlege, für wen könnte das was sein, Christian Jäger, ist es ja auch, ich denke so gerade dran, wenn ich ein Arzt bin und habe einen jungen, kleinen Patienten, der Panik hat, wäre das ja gut, wenn ich den Punkt kennen würde. Richtig. Oder wenn ich Lehrer bin und jemand ist eher so vom Diktat, kriegt der Schweißausbrüche. Genau. Könnte ich den ja noch mal kurz in so eine bessere Verfassung bringen. Absolut korrekt, ja. Also wir haben Lehrer, Berater, Psychologen, Psychotherapeuten, Personalberater, ganz quer durch den Gemüsegarten, alle, die mit Menschen in Veränderungsprozessen zu tun haben, wenden das erfolgreich an. So schön, dass du hier bist und dieses Video hier angeschaut hast.
Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Like und schreib uns einen kurzen Kommentar mit allem, was für dich wichtig ist. Möchtest du mit der Hand-Gehirn-Verbindung mit Klarheit zu neuen Lösungen kommen? Oder möchtest du deinen Klienten helfen, entspannt, zielführend zu handeln, egal bei welchem Problem? Dann abonniere jetzt den Palmtherapy-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Alles Liebe, Christian und Jana.